Healthwise Sprechstunde. Ihr habt die Fragen, unsere Experten die Antworten. Und jetzt geht es weiter mit der Frage: Wie kann man denn durch Yoga auch ganzheitlich entgiften? Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Könntest du uns darüber noch ein bisschen was erzählen? Ja, also wenn man den Yin-Aspekt nimmt, dann nimmt man damit die Meridiane mit rein. Also dann würde man zum Beispiel schauen, was sind unsere Hauptentgiftungsorgane, zum Beispiel die Leber, die Nieren, die Lungen, der Darm. Und würde darüber auch versuchen, diese Organe mehr zu nähren. Also dass ich die Übungen mache, die Meridiane nähren, die mit diesem Organ verbunden sind, sodass der Körper hier mehr wieder in die Selbstregulation kommt. Und beim Yang-Yoga, da kann man aktiver halt an den Organen arbeiten, wenn man zum Beispiel in so einen Drehsitz kommt und man hat dann einen Schwammeffekt eigentlich auf die Organe, dass die einmal gepresst werden und sich dann wieder füllen können. Also das ist dann einfach nochmal so ein zusätzlicher Reinigungseffekt. Das ist jetzt nicht so sehr auf der energetischen Ebene, sondern eher dann direkt physisch. Und Yin-Yoga arbeitet dann mehr nochmal auf der energetischen Ebene. Und in Bezug auf die mentale Ebene wirkt wahrscheinlich dann auch diese ganzen Atemtechniken auch eine sehr, sehr große Rolle, die dann dabei helfen können, den Körper zu entgiften. Ja, der Atem, die Meditation natürlich auch. Also man kann ja auch auf der geistigen Ebene entgiften. Also wenn ich dann zum Beispiel das Gefühl habe, ich habe jetzt so viel aufgenommen, ich bin total reizüberflutet und ich kriege irgendwie alles gar nicht mehr sortiert, ich bin nur noch am Handy und das kriege ich alles, ich komme gar nicht mehr zur Ruhe im Kopf. Und dann ist natürlich auch wichtig, hier zu entgiften. Und da kann Meditation eine wunderbare Hilfe sein und natürlich auch Atemtechniken. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt was ganz Neues gelernt. Wenn ja, dann lasst unbedingt ein Like da. Und wenn ihr noch mehr zu diesem Thema oder zu anderen Gesundheitsthemen erfahren wollt, dann abonniert auf jeden Fall diese Playlist, um keins der weiteren Videos zu verpassen. Übrigens könnt ihr uns auch immer eure Gesundheitsfragen zuschicken. Wer weiß, vielleicht schaffen es diese sogar in die nächste Healthwise-Sprechstunde. Wir wünschen euch alles Gute und bleibt gesund!